Frühjahrsmarkt in Bremerhaven und es dreht sich, es rotiert, das Mach 5 Premiere hier in Bremerhaven und Nathalie und Mirko sind unsere beiden Probanden, die das Ganze gleich mal ausprobieren wollen. Nicht nur, dass sich die beiden in das Karussell setzen, sondern sie haben auch eine Helmkamera dabei. Nathalie, ich frag dich mal, hast du ein bisschen Angst, dass du dich blamieren könntest, weil du schreist und rumzickst? Ach Quatsch, nein. Nö. Aber du bist mutig ohne Ende. Ja. Das geht 55 Meter weit hoch hinaus. Ja, dann ist das so. Das ist höher als das Freigebiet Hochhaus. Ja, doch. Stimmt. Ich wohne genau gegenüber. Das ist echt, oh ja. Du bist kein Stück nervös? Nein. Nervöser war ich eben bei den Treppen da. Mirko, du bist der Bruder von Nathalie. Bist ein bisschen jünger und von daher mit Sicherheit auch viel, viel nervöser. Quatsch, nö. Nö. Du hast die Helmkamera schon auf. Sieht so ein bisschen strange aus, wie so ein Mann aus der Zukunft. Genau. Ja, mal was anderes, ne? Also so bist du cool gelassen. Ich glaube, dir macht das weniger aus als deiner Schwester. Ich glaub schon, ja. Dann mal viel Spaß. Rein mit euch. Nathalie und Mirko sind wieder gelandet und wir sehen es im Gesicht von Nathalie, da sind ein paar Tränen geflossen. Nein, das ist vom Wind. Vom Wind, der Wind. Es war kalt? Ja, das zieht auch ordentlich. Du hast sogar Zeit zum Winken gehabt. Ja, klar. Dementsprechend kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Nee, überhaupt nicht. Mirko, wie sah es bei dir aus? War ganz cool, ja. Du siehst ein bisschen blass aus. Bin ich immer. Ja, bist du immer. Was war der schönste Moment oben vielleicht? Oh, Bremerhaven mal allgemein groß zu sehen. Kann man da gut was sehen? Ja. Was habt ihr gesehen? Also wir konnten so bis zum Hafen gucken. Ehrlich? Ja. Und dann fährt er wieder runter? Ja. Und überschlägt sich? Schade, schade. Also ihr würdet das nochmal machen? Ja, klar. Mirko, du auch? Ja, natürlich. Das sind sie hier, Nathalie und Mirko, unsere beiden Sonntagsjournal-Tester. Sie haben Mach 5 überlebt und ihr seid wunderbar. Ich danke euch.